Moin Moin aus der Cinema-Redaktion, mein Name ist Philipp Schulze und ich melde mich mit den Filmtipps in dieser Woche. Wobei, das ist gar nicht so einfach, denn so richtige Filmtipps gibt es eigentlich nicht. Wir haben zum Beispiel Gods of Egypt, ja, das ist ein antiseptisches CGI-Gewitter und mit ziemlich miesen Effekten, wirkt manchmal so wie die Filme von The Asylum, also jene Firma, die ja, diese billig heruntergekurbelte Kopien von berühmten Hollywood-Blockbustern produziert. Naja, und dann haben wir die alberne Performances von Gerald Butler und eine wüst zusammengeklaute Story. Also, ja, bei diesem Film habe ich mich doch sehr gelangweilt. Dann haben wir The Boss mit Melissa McCarthy. Melissa McCarthy, ja, da erwartet man überkandidelte Comedy und genauso ist es. Und dazu gibt es noch ein paar bösartige Scherze. Hat mir auch nicht wirklich gefallen. Welcher Film mir dann doch am besten gefallen hat in dieser Woche, ist eher ein kleiner Film, ein Arthouse-Film, und der heißt Die Kommune von Thomas Winterberg. Und das ist ja der ehemalige Dogma-Regisseur oder ein Regisseur der Dogma-Bewegung seiner Zeit. Und er verarbeitet dort seine Kindheit in einer Kommune. Er erzählt von dem Architekten Erik, der in Kopenhagen der 70er Jahre eine Villa vererbt bekommt und auf Druck seiner Frau dort eine Kommune oder eine Wohngemeinschaft gründet. Naja, und das das birgt natürlich ein emotionales Pulverfass in sich. Der Film hat mir gefallen, er ist ein schmerzhaftes Beziehungsdrama. Was mir nicht so gefallen hat, ist, dass nicht alle Motive der Figuren wirklich plausibel sind. Also da war ich auch ein bisschen hin und her gerissen, aber Die Kommune ist doch der beste Film in dieser Woche. Und die neue Cinema ist am Kiosk erhältlich. Hier haben wir sie, unsere Titelgeschichte. Ja, da geht es um fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Den Harry Potter Prequel. Da haben wir unsere große Hintergrundgeschichte mit vielen exklusiven Bildern. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken, was in diesem Jahr Neues im Potter-Universum erwartet. Darüber hinaus haben wir uns mal das Phänomen der True Crime-Formate angeguckt. Making a Murderer auf Netflix ist ja gerade in aller Munde. Und da haben wir ja mal zusammengetragen, was sie noch so erwartet und warum dieses Format eigentlich so berühmt ist oder so beliebt ist derzeit. Dazu gibt es jede Menge Filmkritiken, Tops und Flops des Monats, im Heimkino, Streaming und natürlich im Kino, Porträts, Interview, wie Sie das von der Cinema gewohnt sind. Insofern wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe und viele Grüße aus der Cinema-Redaktion, Ihr Philipp Schulze.